Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Die Marie ist hier gerade am Futtern. Was isst du da? Isst du den Apfelmus? Du isst den Apfelmus. Und die liebe Lucy ist in ihrem Kinderzimmer, wie ihr seht. Denn der Fitness- und Wellnessraum ist jetzt ein süßes kleines Kinderzimmer mit Hochbett, mit einigen Spielsachen. Und der Max ist auch hier. Was hast du denn? Was machst du da? Windel benutzen? Oh Gott! Ach, ist das süß. Mach die einfach mal gerade in die Hose. Lucy ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Betreuer und andere Sims des Haushalts müssen sich darum kümmern. Ja, wie wär's denn, wenn der Max... Oh, sie ist wütend. Um Essen bitten. Ist es putzig? Moment, wir beobachten sie erstmal ein bisschen. Es ist gerade Samstag, mitten in der Nacht, beziehungsweise gleich schon früh am Morgen. Ich würde es jetzt gerne sehen, wie sie hier um Essen bittet. Olivia, wo bist du denn? Du stehst da immer noch rum, ne? Ach, toll. Will Happa, oh Gott. Und, Olivia, gibst du ihr jetzt was? Und? Sie macht irgendwie gar nichts, ne? Ja, was zu essen. Und, Olivia, wie wär's, wenn du deinem Kind jetzt vielleicht auch mal was gibst? Ah, du möchtest sie wieder in den Hochstuhl setzen? Okay, ich glaube, der steht zu nah am Tisch, habe ich gelesen, ne? Deshalb hat das in der letzten Folge nicht funktioniert. Einen Moment. Ja, aber so müsste der doch gut stehen. So müsste der doch gut stehen. Das ist doch nicht zu nah, oder? Bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Mit dem Essen? So, Olivia, machst du das jetzt? Was? Was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Echt? Wie weit muss der denn bitte weg? So oder was? Also ich meine, ich kann ja nur so oder so, wenn ich... So. Warum geht das nicht? Oder, Moment, das könnten wir nochmal ausprobieren. Ist es vielleicht ein Problem, hoch, dass der vor Kopf steht? Wenn wir das so machen? Und den hier vielleicht vor Kopf setzen? Ich weiß ja nicht. Gibst du ihr das dann jetzt? Zuschauen, ins Bett bringen, Essen geben. So, probieren wir das nochmal aus, ob das jetzt funktioniert. Jetzt muss ich das erst wieder abstellen. Okay, das ist ein bisschen umständlich. Mit dem Essen fürs Kind, wie es aussieht. Sie möchte Pizza, oder was? So, jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Also, setz sie nochmal in den Stuhl. Okay, sie sitzt schon mal drin, das ist gut. Jetzt holt sie wieder Apfelmus. Ach, das funktioniert jetzt. Ja, es funktioniert. Das ist kein Apfelmus. Das sind Tierkekse. Ich weiß nicht, oh, es wird wieder unscharf. Schade. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, jetzt Tierkekse zu futtern. Aber ich meine, besser als nichts, ne? Okay, was ist jetzt mit den Erbsen hier? Ich glaube, die packe ich mal in den Kühlschrank. Können wir dann vielleicht für später nochmal gebrauchen? Jetzt spielt sie da. Oh nein. Jetzt spielt sie da mit dem Essen rum. Tag verschönern, spielen, Getränk geben. Was hast du jetzt vor? Erbsen essen. Ach, du hast auch Hunger, ne? Ja, ich habe die anderen jetzt so ein kleines bisschen vernachlässigt, genauso wie die Wohnung. Was gibt's denn da zu meckern, Olivia? Max, mein Lieber, was machst du überhaupt? Max, was machst du? Mit Maike plaudern. Pass mal auf, du kannst mal hier hinkommen. 138, wisst ihr was? Die ersetzen wir jetzt mal eben kurz. Das können wir mal eben machen. Wie geht's denn den anderen? Marie, warum machst du denn nur ein Nickerchen? Oh, musst du aufs Töpfchen? Pass auf, das machen wir gleich. So, du gehst erstmal hier ins Bett. Maike, was ist mit dir? Maike, du bist doch auch schon müde. Ich meine schon, ne? Es ist 6 Uhr morgens. Ihr müsst auch nachher wieder arbeiten, schlafen gehen. Ich muss da mal schauen, dass ich so viele wie möglich irgendwie zur Arbeit schicke. Du bist da jetzt fertig, Lucy, ne? Wie geht's dir denn sonst so? Du bist total müde. Olivia, ich weiß, du futterst da jetzt die Erbsen, aber ins Bett bringen. Du kommst da nicht hin. Warum? Kommt sie denn alleine? Hier sitzen, hier hingehen. Kommt sie denn irgendwie alleine aus diesem Stuhl raus? Vor sich hin brabbeln. Es ist schon putzig, aber ich glaube, sie kommt alleine nicht aus dem Stuhl, ne? Was ja auch nur logisch ist, aber ich sehe auch gerade. Pass mal auf. Ich sehe auch gerade Olivias Problem nicht. Hebst du sie raus? Ach, das ist lieb von dir. Das ist lieb von dir, Max. Und was machst du jetzt? Absetzen. Nein, setz sie nicht ab. Dann bring sie bitte ins Bett. Ins Bett bringen. Dann mach das doch mal. Jetzt tapst sie los. Ach so, jetzt geht sie dahin. Du hast eigentlich auch die Windel voll, ne? Also, rein theoretisch. Zombo Yelbs? Und?
Ah, er hebt sie hoch. Das ist schon mal gut. So, dann kannst du jetzt gleich in dein schönes neues Hochbett gehen. Ich fand ein Hochbett ganz süß, auch wenn das bei Kleinkindern natürlich, ja, nicht unbedingt so super ist. Oh. Oh, toll. Gute Nacht, Lucy. Dann schlaf gut. Na gut, Balloon das sieht dann natürlich immer ein bisschen blöd Pajanibu. aus, ne? Damit muss man dann leider leben, wenn man hier ein Hochbett hat. So, du bist eingeschlafen. Ach, schön. Um die Uhrzeit sollte das auch so sein. Hier klingelt schon das Telefon. Du musst in einer Stunde. Ja, komm, geh arbeiten. Bist du nicht eigentlich in Elternzeit? Aber weißt du was, Max? Das ist schon in Ordnung so. Wir haben hier noch genug andere Sims. Was hast du jetzt vor? Oh, im Zimmer der Tochter küssen. Ach, seid ihr niedlich? So, dann muss der Max gleich zur Arbeit. Was ist mit dir? Du bist auch total müde, ne? Brieffreund finden? Warum? Warum Brieffreund finden? Willst du nicht? Pass mal auf. Vielleicht ein kurzes Nickerchen machen? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe in den Brieffreundschaftsforen gepostet. Max, du brauchst nicht ins Bett gehen. Du brauchst nicht ins Bett gehen, du musst gleich sowieso los zur Arbeit, ne? 8 Uhr, halbe Stunde noch, das bringt es jetzt nicht unbedingt. Ich räume mal eben kurz die Schüssel da weg. So. Ich finde das gerade nur wichtig, dass die Lucy erstmal schläft. Und ich würde dieses Licht hier, Moment. Dieses hier würde ich gerne automatische Lichter, dieses Licht. Genau, das hätte ich eigentlich gerne automatisch aus, wenn die Maike da jetzt mal rausgehen würde, hier hingehen. Dass vielleicht noch die Ballonlampe anbleibt und diese kleine Monsterlampe. So. Das ist doch ganz süß, dann ist es nicht zu hell. Maike, jetzt geht er doch nicht immer rein. Das ist doch echt ein bisschen blöd. Was ist eigentlich mit dir heute mit der Arbeit? Du musst um 12 Uhr los, ne? Und bist auch ziemlich müde. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir mit dir dann überhaupt arbeiten gehen. So, Maxchen, jetzt bin ich gespannt, ob du denn auch wirklich aufstehst und zur Arbeit gehst. Eine Minute noch. Eine Minute noch, mein Lieber. Du musst los. Du musst los. Du brauchst dir auch nicht das Aquarium anschauen. Nicht den Fisch beobachten. Du musst zur Arbeit, mein Lieber. Samstag, 8 Uhr. Joggen gehen, in die Wolken schauen, Aktionen. Warum? Manchmal verstehe ich das nicht, sage ich ganz ehrlich, im Internet surfen. Ich habe doch jetzt vorhin gesagt, er soll arbeiten gehen. Warum kann ich ihn dann jetzt nicht mehr arbeiten schicken? Oder habe ich aus Versehen falsch geklickt? Karriere, für Vereinigte Welt protestieren, singen, üben, joggen gehen, Lied singen. Nein, ich würde dich gern zur Arbeit schicken, aber anscheinend funktioniert das nicht. So, du hast dir erstmal Musik angemacht und malst da jetzt was Schönes, ne? Level 10 der Malereifähigkeit. Okay, du hast jetzt gerade Level 8. 5 Meisterwerke fertigstellen. Okay. Zwei Straßenkünstlern zusehen. Gut, du musst sowieso erst um 12. Marie, was ist jetzt mit dir? Ob wir wohl schon in dieser Folge. Wer war das denn? War das der Postbote da hinten? Ob wir in dieser Folge mit dir wohl schon die Vampirzwillinge kennenlernen, Dante und Viola, hätte ich eigentlich Lust zu, muss ich sagen. Du hast auch heute frei, ne? Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen was mit der Lucy machen, weil das alles so neu ist. Und jetzt haben wir zwei neue Sachen. Wir haben die kleinen Kinder und die Vampire. Ich weiß hier ehrlich gesagt gar nicht, was ich als erstes machen soll. So, du musst um 10 Uhr arbeiten, ne? Wenn wir mit allen zur Arbeit gehen würden. Max pennt schon wieder. Ey, Max, du sollst arbeiten. Warum kann ich das nicht? Oh, Telefon. Telefon für dich. Zur Arbeit gehen. Du gehst jetzt auf jeden Fall zur Arbeit. Ich glaube, ich habe mich bei Max gerade echt verklickt, ne? Ich glaube schon. Ja, und dann ist die Frage, gehen wir heute mit Marie zu den Vampiren? Fände ich echt ganz cool. Und dann kommt für Lucy ein Babysitter oder so. Die muss jetzt eh noch ein kleines bisschen schlafen. So, Madame, du musst aber um 10 los, ne? Das heißt, du hast noch eine Stunde Zeit. Gut, das wirst du dann hoffentlich irgendwie bei der Arbeit machen. Fisch beobachten. Warum sind die immer so heiß drauf, die Fische zu beobachten? Willst du nicht lieber aufräumen? Na gut, das kann ich auch für dich übernehmen, ne? So, kommt das erstmal in den Mülleimer. Was macht dein Gemälde? Ach, das wird aber nicht dieses schöne bunte, ne? Das wird ein anderes buntes, wo es aber auch okay ist. So, Marie, hast du ausgeschlafen? Ja, hast du. Könntest rein theoretisch aufstehen, ne? Sie legt sich jetzt erstmal hin. Was ist denn das? Ist das ein Meisterwerk? Nein, es ist ausgezeichnet. Gut, können wir vielleicht bei Gelegenheit verkaufen? Ich mache das hier erstmal aus. So, Olivia, wo bist du jetzt hin? Du willst jetzt Ton formen, ne? Die möchten auch manchmal merkwürdige Dinge tun, also ganz ehrlich. Jetzt geht's ja erstmal hier rein. Na super, wo liegt denn der Ton? Ach so, der lag hier auf der Kiste. Alles klar. Ja, Marie. Was machen wir mit dir?
Dir geht's echt gut, ne? Wollen wir zu den Vampiren gehen? Wollen wir das machen? Pass auf, das Ah, machen wir. Du bist Leonore. gelangweilt. Ja, ich weiß, du brauchst mal wieder Party oder so, ne? Club besuchen, genau. Weil es dir aber gerade so gut geht, so Olivia ist auf dem Weg zur Arbeit, machen wir das jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach mal zu den Vampiren. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das ist. Ob wir. Wer bist du denn? Marcel Pröger. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Danke. Ich hoffe, das Spiel bleibt jetzt nicht hängen wegen dem Anruf. Nein. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob wir von einem Vampir gebissen werden können, den wir nicht spielen. Ich habe keinen Plan. So, hier wohnen die drei jetzt. Und ich glaube, da gehen wir auch direkt mal hin, ne? Wollen wir denn noch jemanden mitnehmen? Oh, schaut mal, die Sarah. Ist die auch ein Vampir? Oder hat die jetzt einfach nur andere Sachen an? Ich weiß es nicht. Lucy, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dich zu den Vampiren mitzunehmen. Ich würde sagen, erstmal nicht, oder? Nee, erstmal nicht. Wir gehen erstmal alleine. So, dann hoffe ich, dass sich gleich irgendjemand um die Lucy kümmern wird. So, mein Lieber, du kannst aufräumen, Kontrolle, nein. Fähigkeiten aufbauen. Ja, aus irgendeinem Grund arbeitest du ja anscheinend nicht, warum auch immer. Ich würde aber sagen, du baust einfach mal deine Charisma-Fähigkeit auf. Du kannst bitte fleißig arbeiten. Maike, was ist mit dir? Du warst ja eigentlich so müde, ne? Um sich kümmern, Fähigkeiten aufbauen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie mit der Arbeit kollidiert, wenn sie um 12 zur Arbeit muss. Ich habe keinen Plan. Wir sagen jetzt erstmal Malerei und was können wir mit dir machen? Lucy Wubbel hier hinbringen. Nein, das wollen wir nicht. So, die Frage ist, lassen wir das Outfit an? Das passt jetzt so gar nicht, ne? Zu den Vampiren-Outfit ändern. Vielleicht mal das hier. Finde ich ganz gut. Und dann klopfen wir mal an die Tür. Ich bin auch gerade froh, dass wir das hier so ein bisschen im hellen Zustand mal sehen. Das riesig große Haus. Wow. Wow, das ist schon krass. Und wir werden auch direkt reingelassen. Komm rein, da ist doch schon die Viola. Hallo Viola, freundlich vorstellen. Oh, ich glaube, ich muss mal eben. Oh, ich muss mal eben hier hingehen, genau auf diese Ebene. Hallo Viola. Na, wie geht's dir so? Was können wir mit dir machen? Über Existenz von Vampiren diskutieren, Angst vor Vampiren zugeben. Nach Tagfragen, wir quatschen erstmal ganz normal. Ist der Dante denn auch wohl hier oder ist der vielleicht woanders? Also mit dem Papa hier müssen wir jetzt, beziehungsweise Opa, eigentlich, er ist schon Rentner. Da ist der Dante, mit dem müssen wir nicht quatschen. Mit dem Alten. Hallo Dante. Freundlich vorstellen. Ach, wie geil, er kommt auch direkt. Kommt er direkt dazu oder was macht er? Ich weiß es nicht. Oh, hallo. Der Chef von Maike ist nicht gerade begeistert. Ja, okay. Dann geh mal zur Arbeit. Geh mal bitte zur Arbeit. Hallo, Dante. Über Interessen reden, Tag verschönern. Ach, jetzt kommt der Opi doch dazu. Über Kochen reden, nein. Vielleicht einfach mal. Oh, von Vampiren schwärmen stand da gerade. Genau, das ist doch mal gut. Weißt du, die lustige Vampirrunde und Marie zwischendrin? Aha. Aber die sind alle freundlich gestimmt gerade. Das ist natürlich super. Und wie gesagt, wisst ihr, was ich meine? Dass ich jetzt, wo ich nur die Marie steuern kann, dass es vielleicht eine Option gibt, irgendwie, weiß ich nicht, den Vampir trinken lassen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aktion, einladen, Runde bilden. Nein, freundlich. Bitten zu verwandeln. Das geht. Das geht. Das ist ja großartig. Das finde ich ja gerade richtig gut. Nach Karriere fragt, ja bitte. Das finde ich ja richtig gut. Das können wir uns mal bei Gelegenheit zu Nutzen machen. Nur jetzt noch nicht. Ich meine, sie hat die beiden gerade kennengelernt, ne? Über Fitnesstechniken reden, über Kochen reden. Vampirwitz machen? Maria hat erfahren, dass Dante arbeitslos ist. Ach, tatsächlich? Ach, ta huch. Ach, tatsächlich? Der Alte stört mich hier so ein bisschen. Oh. Oh-oh. War das nicht gut, dass wir den Vampirwitz gemacht haben? Hat euch das in irgendeiner Art und Weise beleidigt? Denn ja, dann tut mir das sehr leid. Hände waschen. Was macht er denn jetzt? Warum Hände waschen? Was geht denn hier jetzt ab mit euch? Meint ihr dann Kräfte messen oder was? Was sollte das jetzt mit Hände waschen? Von Herzen kommendes Kompliment machen. Ja. Oh, die beiden verstehen sich nicht sonderlich gut. Aber die beiden hier verstehen sich gut.
Kriminale. Marie und Dante? Was? Was? Hat Marie etwa ihre Wahl schon getroffen? Gibt es einen Vampirfreund und keine Vampirfreundin? Das überrascht mich gerade. Mit Vladislaus plaudern. Nein, Vladislaus, kannst du nicht mal bitte was anderes machen? Tag verschönern. Jetzt umarmen die sich auch. Tratschen. Vladislaus, kannst du mal bitte gehen und uns hier alleine lassen? Dankeschön. Spiel was Schönes auf deiner Orgel für uns. Das wird uns natürlich alle sehr freuen. Tag verschönern. Ja, können wir auch mal bei ihr machen. Er ist inspiriert. Reparaturtipps? Nein. Von Vampiren schwärmen? Vielleicht bei ihr nochmal? Wobei ich gerade auf den ersten Blick den Eindruck habe, mit den beiden hier läuft das gut. Auch so von alleine, ne? Viola steht da gerade einfach nur so rum. Aber das mit der Bitte... Oh. Oh, okay. Das mit der Bitte, einen Zim zu verwandeln, finde ich richtig gut, muss ich sagen. Von Lieblingssänger schwärmen. Was macht ihr? Macht ihr da Mist mit der Marie oder ist das der Vladislaus? Ich weiß es nicht. Viola? Viola geht auch total ab. Liefern die beiden sich jetzt hier gerade ein Duell, oder was? Marie steht einfach mal daneben. Zuschauen. Es ist auch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, hier ein bisschen unangenehm, das Orgelspiel in den Ohren. Marie, du kannst mal bitte über letzte Party reden. Quatsch doch einfach mal ein bisschen. Nach kleinem Kredit fragen, nein, Fotos teilen. Mit ihm mal über Tanztechniken reden. Wir können ja auch mal schauen, gibt es hier nicht im Haus eine ruhige Ecke oder so? Draußen auf dem Friedhof? Da müsste man doch rein theoretisch auch hinkommen, ne? Aber wir können damit nichts machen. Also wir können, ja, wir können hier hingehen, aber das bringt es nicht so wirklich, ne? Was haben die hier vorne? Ach, nur Steine. Okay, ja, eine ruhige Ecke wäre vielleicht da unten die Gruft, aber ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit Marie jetzt schon in die Gruft zu gehen. Lernt sie hier direkt die Vampire von ihrer besten Seite kennen. Also mit ihm läuft es definitiv besser. Über Fitnesstechniken reden, von Vampirenschwärmen, Tag verschönern, mach das nochmal bitte. Und ich hätte auch gerne, das könnten wir auch mal machen, ein cooles Vampir-Selfie. Das wäre doch mal was. Foto machen mit. Dante, mein Lieber, hast du Lust auf ein Foto? Das wäre doch mal schön. Und sie im Hintergrund, oder was? Ja, nicht direkt, ne? Aber sie hat gerade... Doch, sie ist im Hintergrund. Ach, das ist aber nicht so schön. Das ist aber echt nicht so schön. Ich glaube, so sieht das aber schon ganz gut aus. Wir können ja mit ihr auch noch mal eins machen. Foto machen? Foto machen mit... Viola. Und? Oh, oh, wie hübsch. Also ich kann mich nicht entscheiden, wer besser zu Marie passen würde. So rein optisch. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht entscheiden. Ich weiß auch nicht, was ich lieber möchte. Ob ich lieber einen Freund möchte oder eine Freundin. Ich weiß es nicht. Ich finde beide toll. Nach Lieblingsautor fragen, dramatische Geschichte erzählen. Machst du vielleicht mal was Lustiges? Witz über Aliens, Polizisten, willst lustige Geschichte erzählen? Auf Vladislaus, kannst du nicht mal aufhören? Das ist echt ein bisschen laut, mein Lieber. Das ist echt ein bisschen laut. Ein Foto mit Masato machen. Auf Vladislaus. Ich möchte echt gern in eine ruhige Ecke. Der ist mir zu aufgedreht, der Gute. Ja, nee, hier ist es aber so langweilig. Vielleicht sollten wir... Was macht sie jetzt? Wen mag sie da nicht? Olivia 280 Simoleons mit nach Hause gebracht, der Supi. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach mal... Oh Gott, oh, das geht einem ja richtig auf die Nerven. Ob wir nicht einfach mal hier in die Mitte von Forgotten Hollow gehen? Wir wohnen ganz schön abgelegen, ne? Also nicht wir, aber die Strouds. Ob man nicht mal einfach hier hingeht? Was kann man denn da machen? Ist das ein Schachtisch? Ja, hier treibt sich der Lee rum. Da treibt sich auch die Luna rum. Aber hier ist es nicht besonders spannend, ne? Nicht so wirklich, die ganzen Sachen da draußen. Nicht so wirklich spannend. Und da hinten, mal eben gucken, da ist diese Insel, ne, mit dem Wasserfall.
Da kommen wir aber so nicht hin. Was ist das hier? Ernten? Sicksam Moskitofalle ansehen? Nee. Ich habe gelesen in den Kommentaren, dass es wohl auch einen versteckten Ort geben soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wie gesagt, ich habe es nur in den Kommentaren gelesen. Ich habe da jetzt nichts Offizielles oder so, aber das könnte natürlich sein. Den speziellen Ort würde ich dann gerne entdecken. Was soll das hier wieder mit dem Zoom? Warum kann ich das wieder nicht machen? Ach, jetzt funktioniert's. Und Vladislaus hat aufgehört. Das ist ja supi. Über Fitnesstechniken? Nein. Nicht unbedingt. Also mit ihm ist es immer noch ein bisschen besser. Witz über Aliens? Vampir-Lebensstil loben. Ja, bitte. Du kannst dich da schon mal so ein bisschen einschleimen bei der ganzen Vampir-Geschichte. Sharky Gelma. Yay, Vampire sind super. Also die sind davon aber nicht abgeschreckt oder so. Denken sich nicht so, oh Gott, was will die denn? Das ist schon mal gut. Dante. Über Existenz? Nee, das eher nicht so. Flirten? Nee, ich glaube, dafür ist es noch zu früh, Leute. Dafür ist es noch zu früh. Dann versaue ich es wieder. Wir lassen das Ganze jetzt mal langsam angehen. Karenzi. Oh, Jarbin de Kool. Echt? Die beiden? Wirklich? Ich möchte die doch mal gerne bei Gelegenheit nach Hause einladen. Dante, wohin gehst du jetzt? Wohin gehst du, mein Lieber? Gehst du hier an die Bar? Machst du dir da jetzt irgendwie einen Blutdrink oder so? An Bar arbeiten, Getränk bestellen. Was könnte man denn hier bestellen? Nur das Übliche? Ja, nee, Plasma Jane. Für Vegetarier geeignet. Plasma Jane, das ist doch irgendwas Blutiges, würde ich jetzt sagen. Wobei, für Vegetarier, ja gut, für Vegetarier geeignet, ja, aber du guckst jetzt ins Handy. Was hast du vor? Ach, du möchtest auf die super altmodische Toilette? Du bekommst auch Hunger, ne? Marie, pass mal auf, dann mach das doch. Dann such doch mal diese sehr altmodische Toilette auf. Wo ist sie denn? Ach, hier. Witzig. So, du arbeitest da jetzt an der Bar und er macht wieder sein wunderbares Orgelspiel, ne? Ach, Vladislaus, was bist denn du für einer? Wisst ihr was? Ich gehe gleich nach Hause. La, 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 la. Was ist das denn? La, la, la. Was? La, 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 la. La, 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 la. Oh, Dante. La, 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 la. Ich finde dich gut. Und du zuschauen. Nee, nee, meine Liebe. Wir schauen nicht zu. Wir machen es uns jetzt ganz einfach. Wir gehen nämlich nach Hause und nehmen die beiden einfach mit. So, reißen sie aus ihrem wunderschönen Vampirleben und ab in die Großstadt mit euch. Ich hoffe, sie beißen da niemanden, vor allem nicht die Lucy, weil das eigentlich ganz süß wäre, ne? So, Dante, du kommst mit. Und warum kann ich Viola nicht auswählen? Ist die jetzt irgendwo anders? Manni, du bist mit uns in der Gruppe. Henry? Warum kann ich Viola nicht? Ach doch, da ist sie doch. Jetzt finde ich hier aber den Dante nicht. Doch, da ist er. So, die beiden sind mitgekommen. Supi, das freut mich. Ach, Diego. Diego, warum stehst du denn schon wieder rum? Was soll das denn? Ich quatsch mal eben beide kurz an. Schmeicheln und bei dir können wir mal eben kurz kennenlernen. Ach, du gehst schon von alleine rein. Okay, das ist super. Weil genau das hatte ich nämlich vor, dass ihr hier erstmal zusammen hingeht. Lucy, meine Süße. Oh, wie süß. In der Stadt findet das Romantikfestival statt. Nee, da gehen wir nicht hin. Da gehen wir auf gar keinen Fall hin. Och, ist das süß hier. Max, möchtest du dich vielleicht mal umziehen? Ich habe das Gefühl, du läufst nur noch in deinem Sportoutfit rum. Echt, nur noch. Wollen wir mal das hier anziehen? So mega schick. Ich meine, wenn die Vampire zu Besuch kommen. Ist das süß. Lucy, du könntest dich aber eigentlich auch umziehen, ne? Ich finde, wer ruft jetzt schon wieder an? Meine Nachbarin hat mir erzählt, dass ein Kuss auf dem Romantikfestival... Carlo, ich lese überhaupt nicht weiter. Nein. Nein, ich möchte bestimmt keinen Kuss von Carlo, noch möchte ich mit ihm dorthin gehen. So, Outfit ändern. Ich möchte gerne, was möchte ich denn mal anziehen? Das haben wir schon gesehen. Das hier kannst du anziehen. So würde ich die Lucy gerne nochmal sehen. Wer hat da die Klospülung benutzt? Ach, Olivia. Okay. Oh, wie süß sie sich aufrappelt. Oh, ach, ist das toll. Oh, du musst auch aufs Töpfchen, ne? Du musst auch hier aufs Töpfchen. Das habe ich einfach mal hier hingestellt. Erfordert Töpfchenfähigkeit Level 2. Ach so. Das bedeutet, du machst jetzt gleich nochmal in die Windel, ne? Okay. So, die Vampire sind auch noch hier. Zeig uns bloß nicht deine dunkle Form. Leute, ich würde aber sagen,
das war's jetzt erstmal für diese Folge. Beim nächsten Mal können wir ja noch mit den beiden hier was machen und vor allem auch noch ein bisschen was mit Lucy. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.